Am Anfang war es nur eine Idee, doch sie fiel auf fruchtbaren Boden. Denn Künstler, Mäzene und Sponsoren sowie die Menschen im Rheingau ließen sich mit viel Idealismus und mit tatkräftiger finanzieller Unterstützung begeistern für das Rheingau-Musikfestival. Das Festival begann als ein reines Kammermusikfestival, so die ersten Jahre. Dann kamen die ersten Orchesterkonzerte dazu mit den Bamberger Symphonikern. Und im Laufe der Jahre wurden dann auch große Jazzgrößen eingeladen, wie Ray Charles, Oscar Peterson, El Jarreau. Und auch aus der sogenannten Weltmusik wie Omara Portuondo. Sodass wir mittlerweile ein breites Spektrum haben, von der reinen Klassik bis in den Unterhaltungsbereich, wobei wir Pop und Rock natürlich ausschließen. Aber wir machen auch Lesungen. Wir haben viele bekannte Schauspieler, die Lesungen halten in Verbindung mit Musik oder auch ohne Musik, sodass sich die Bandbreite sehr erweitert hat. Jedes Jahr, von Ende Juni bis Ende August, öffnet der Rheingau seine Tore, wird eine ganze Region mit ihren einmaligen Kulturdenkmälern zum Podium für kulturelle Ereignisse von Weltrang. Verschmelzen Kunst und Natur, Musik und Lebensfreude zu einem Festival der Sinne, das Emotionen weckt und sich tief eingeprägt hat bei Künstlern, engagierten Förderern und natürlich beim Publikum. Ich lebe seit 8 Jahren in dieser Region und eines der großen Highlights dieser Region ist das Rheingau Musikfestival. Es zieht über 120.000 Menschen jedes Jahr eben halt an und es ist einfach eine exquisite Veranstaltung. Das ist das Besondere am Rheingau Musikfestival. Es bietet einem alles, wenn die fahrenden Musikanten kommen oder wenn die Steinberger Tafelrunde eben halt stattfindet, eine der größten Veranstaltungen überhaupt hier in der Region. Es werden völlig unterschiedliche Personen angesprochen. Alle finden sich im Rheingau Musikfestival wieder und entscheiden, alle sind zufrieden und glücklich. Es ist eine sehr langjährige Beziehung, weil sie sich aus guten Erfahrungen speist, aus sehr positiven Verbindungen. Zum einen zu Michael Herrmann, bei dem ich immer ein offenes Ohr finde, sei es für ein Benefizprojekt, sei es immer wieder auch im Zusammenhang mit zeitgenössischer Musik. Ich finde auch die Mischung des Festivals hier zwischen sehr anspruchsvollen Programmen und Programmen, die, so wie ich mir sagen ließ, ja dann auch mit kulinarischen Dingen zu tun haben. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Verbindung. Ich bin 26 Jahre in diesem Haus und habe Michael Herrmann vor 26 Jahren kennengelernt, in einer Phase, in der dieses Haus renoviert wurde. Und er kam in mein Ersatzbüro damals und erzählte mir, dass er vorhabe, ein Festival zu installieren und möchte auch dafür das Kurhaus gewinnen. Ich habe nicht daran geglaubt und ich habe mich mehrfach in den letzten Jahrzehnten bei ihm entschuldigt dafür, dass ich nicht so viel Feinsinn bewiesen habe, dass dieses Festival doch ein großer Erfolg sein könnte. Die musikalische Bandbreite des Rheingau Musikfestivals ist einmalig. Zwar bilden die großen Symphoniekonzerte, erlesene Kammermusik sowie Chorwerke und auch zeitgenössisches das Herzstück des Festivals, doch stets gibt es viel Raum für Entdeckungen, auch jenseits der Klassik. Das passt dorthin und wie gesagt, ich habe ja immer wieder mal so im Sommer so eine kleine Tour gemacht, Schleswig-Holstein-Festival, Luzern-Festival und dann Rheingau-Festival und immer wenn man im Rheingau landet, dann denkt man sich,
dass es etwas Besonderes ist. Und wie ich schon sagte, weil es dort auch, und das ist mir wichtig, und ich glaube vielen Künstlern ist, für viele Künstler ist es was Besonderes, dass man dort hinkommt und spürt, dass hier eine persönliche Note da ist. Wir laden in erster Linie große Musiker ein, aber auch Nachwuchskünstler. Dann haben wir sogenannte Programmschwerpunkte, wie letztes Jahr Heimweh, dieses Jahr Fernweh. Oder wir greifen Jubiläen oder Todesgedenktage auf. Dann machen wir jedes Jahr ein Komponistenporträt mit einem lebenden Komponisten, sodass wir generell kein Thema über das gesamte Festival stülpen, sondern dass wir Themenschwerpunkte haben. Und die sind von Jahr zu Jahr verschieden. Orte wie Kloster Eberbach oder auch Schloss Johannisberg, das hat man eben nicht überall. Und sich eben in Kombination mit einer Spielstätte überlegt, was möchte ich dort aufführen, was kann seine größtmögliche Wirkung an einer bestimmten Spielstätte entfalten. Und wenn diese Synthese einfach passiert, wenn das, was man sich im Vornherein überlegt hat, auch noch aufgeht mit dem Publikum gemeinsam, dann ist das eigentlich ein sehr großes Glücksgefühl, freut man sich schon sehr drauf. Musik, egal welcher Couleur, lebt jedoch nicht nur von der Atmosphäre und der Schönheit des Augenblicks. Sie braucht auch Perspektiven. Und deshalb schenkt das Rheingau Musikfestival nicht nur sehr vielen jungen Künstlern und Ensembles besondere Aufmerksamkeit, auch das Publikum von morgen wird hier mit ausgesuchten Veranstaltungen liebevoll an die Hand genommen. Anziehungspunkt beim Rheingau Musikfestival ist jedoch nicht nur die Musik allein. Die oft einzigartigen Spielstätten besitzen einen ebenso hohen Stellenwert. Sei es das fürstliche Ambiente von Schloss Johannisberg, die glänzende Akustik im Kurhaus Wiesbaden, der Anmut der malerischen Gärten oder der pittoreske Charme der Weingüter. Eine faszinierende Symbiose, die vor allem in der besinnlichen Atmosphäre des berühmten Kloster Eberbach deutlich wird. Ich glaube, dass Eberbach für das Rheingau Musikfestival als eine der Hauptspielstätten eine wesentliche Bedeutung hat, weil sich hier einfach die Weinkultur, die Kultur als Bauhistorie und diese wunderbare Musik einfach zu wirklich einer Einheit verschmelzen lassen. Und dies zu dokumentieren, den Konzertbesucherinnen und Besuchern und der Region hier im Rheingau, das ist, glaube ich, das ganz Besondere, was Eberbach ausmacht und was Eberbach bietet. One of the things that I will never forget is our performance of the Third Symphony by Gustav Mahler, where there is a kind of a heavenly trumpet from literally the heavens. It should sound from far away, and nowhere have I experienced the sound and the atmosphere so organic, so logical, so right as in Rheingau Festival, in this Kloster Eberbach. Dann haben wir wunderbare Kirchen im Rheingau, die wunderschöne gotische Kirche in Kietrich oder die Kirche in Österreich-Winkel, die Basilika in Mittelheim, alles historische, wunderschöne architektonische Bauten. Und das ist auch so das Spezifische am Rheingau Musikfestival. Auch hinter den Kulissen regiert Leidenschaft. Jeder im Festivalteam ist hochmotiviert. Denn unternehmerischer Sachverstand und Fingerspitzengefühl für die Belange von Kunst und Kultur gehören ganz selbstverständlich zum Gelingen eines solch großen Festivals. Die Mitarbeiter oder die Kollegen sind natürlich das Wichtigste, denn ich kann alleine ein Festival mit 154 Konzerten nicht bewerkstelligen. Wir haben ein hochmotiviertes Team mit hochprofessionellen Mitarbeitern, die auch schon Jahre dabei sind. Und unser Team ist klein, wir haben 13 Mitarbeiter. Insofern ist das Team eigentlich das Ein und Alles.
Ich komme sehr gerne hier in den Rheingau, weil es wirklich ein tolles, großartiges Festival ist, wo die größten Künstler herkommen und wo man optimal betreut wird. Optimal, professionell, wahnsinnig freundlich, heiter, lustig. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Wir haben natürlich im Laufe der Jahre Freundschaften gebildet mit einigen Künstlern oder eben Verbindungen, sodass die Künstler gerne wiederkommen. Wir behandeln unsere Künstler wie Gäste, wie Freunde und die fühlen sich bei uns sehr wohl. Es gibt zum Beispiel bei uns in den seltensten Fällen Blumen, sondern es gibt die Rieslingblumen. Wir schenken nämlich den Künstlern Wein. Und die Erfahrung sagt, dass die Blumen meistens in der Garderobe liegen bleiben, weil die Künstler am nächsten Tag weiterreisen und keine Blumensträuße mitnehmen. Den Wein nehmen sie aber gerne mit oder sie lassen ihn sich nachschicken. Nahezu ohne öffentliche Förderung hat sich das Rheingau Musikfestival von Beginn an mit einem wegweisenden Finanzierungskonzept zu einer weit über alle Grenzen hinaus bekannten Premium-Marke der Musikwelt entwickelt. Also erstmal ist es ein kulturell hochwertiges Programm. Zweitens gibt es Gelegenheit, für welche Bezugsgruppe auch immer, für Mitarbeiter, für Kunden, ein schönes Erlebnis gemeinsam zu haben. Es wird dort nie ein Marktplatz entstehen, wo man gleichzeitig Geschäfte abschließt. Aber es ist sicherlich ein Treffen, wo man sozusagen sich wieder sieht, wo man gute Kontakte pflegt. Die Idee hatte zwar nur einer, aber unglaublich viele Menschen identifizieren sich inzwischen damit. So einfach lautet das Erfolgsgeheimnis des Rheingau Musikfestivals. Über 110.000 Besucher lassen sich Jahr für Jahr von der Landschaft, der Musik und den Festen begeistern. Auch dann, wenn das Wetter mal als zeitweiliger Spielverderber auftritt. So viel Idealismus, verbunden mit der tatkräftigen finanziellen Unterstützung von Förderern, Mäzenen und Sponsoren, haben das Festival zu einem wichtigen Standortfaktor für die Rhein-Main-Region werden lassen. Das ist für uns eine ganz, ganz feste Größe und auch ein wirklich wichtiges Element in unserem Veranstaltungskalender. Das Rheingau Musikfestival trägt nachhaltig dazu bei, dass diese Region Rheingau nicht nur als Weinanbauregion, als eine Weinanbauregion unter vielen wahrgenommen wird, sondern dass mit diesem Wein auch Kunst, Kultur assoziiert wird, sodass man sagen kann, im Rheingau kommen Kunst, Kultur, Küche und Keller zusammen. Die 4 Ks, die das Leben angenehm machen. Wiesbaden ist das Tor zum Rheingau. Und am Tor, im Tor des Rheingaus sollte man auch dann das Festival sehen. Für uns ist es ganz, ganz essentiell wichtig, dieses Festival bei uns zu haben. Denken Sie an die vielen, vielen Übernachtungen, die in Wiesbaden auch durch die Konzerte stattfinden. Einerseits, aber andererseits ist es ein kultureller Mittelpunkt. Und diesen roten Teppich, den haben wir sehr, sehr gerne ausgelegt. Viele werden kommen in diesem Jahr zum 25-jährigen Jubiläum des Rheingau Musikfestivals. Hochkarätige Künstler, Orchester und Ensembles, unzählige Musikbegeisterte aus nah und fern und natürlich langjährige, enge Freunde und Gratulanten.